Auch als Optimistin kann ich dieses Wetter nicht schönreden. Gerade Heiligabend haben wir Besseres verdient. Das ist echt hart. 10 Grad im Norden, 6 bis 8 Grad im Süden, in München noch am schönsten. In Hamburg und Berlin rechnen wir mit Nieselregen. Das letzte Mal flächendeckend bei uns allen Schnee gab es übrigens 2010. Und damals war es echt ordentlich. 20 bis 40 Zentimeter lagen rum. Heute schneit es auch ein wenig, gerade südlich der Donau. Heute Nachmittag ist der Spuk aber auch bei Ihnen vorbei. Von Hamburg einmal so runter bis nach Freiburg regnet es heute. Viel kommt insgesamt nicht runter. Nervig ist es trotzdem, zum Teil auch glatt. Um zu verdeutlichen, dass dieser Tag echt zu den Miesen gehört, fliegen wir einfach mal mitten durch die Regenfront im Westen, die sich über das Rothaargebirge bis nach Hannover zieht. Ach, Bremen, Hamburg, heute Nachmittag, das Gröbste haben Sie dann hinter sich. Dann bei Ihnen nur noch dichte Wolken. Und dieser Sprühregen, der zieht weiter Richtung Osten. Da kommt jetzt aber nicht mehr so viel an. Wenn es nicht nieselt, ist es einfach nur schnöde bedeckt. An den Alpen und ganz bisschen auch ganz im Osten Sonnenschein. Und ich sage ja, nur ein paar Sonnenstrahlen. Bei uns anderen gibt es einfach mal eine Nullrunde heute. Morgen übrigens noch mal so ein Wetter wie heute. Der Regen konzentriert sich zunächst auf die Mitte, später dann auch auf den Süden. Freitag ist der Schnee komplett Geschichte. Dann auch im Südosten zu mild, maximal noch Schneeregen. Und dann ab und an mal ein bisschen Sonnenschein, meistens usselig, unangenehm und gerade Heiligabend, mies.